Dieses Hohenlohe-Erlebnis wird ermöglicht durch die Dreikönig-Apotheke. Ganz schön riesig, Judith. Ja, genau. Unser heutiges Hohenlohe-Erlebnis ist in Schwäbisch Hall Feinau. Beim Maislabyrinth. Weil hier gibt es nicht ganz viele Aufgaben, die man bewältigen muss. Wir haben viele so Abenteuerorte, glaube ich. Ich bin gespannt. Ja, richtig spannend. Los geht's. Hier ist jetzt der Eingang. Hier geht's gleich rein. 25 Aufgaben soll es hier geben, die man mit Hilfe eines Laufzettels beantworten kann. Wir gucken mal, ob wir alle lösen können. Und Judith, ich würde sagen, los geht's. Ich hoffe, wir verirren uns nicht. Aufgabe 1, also 10-mal auf einem Bein hüpfen. Ja, viel Spaß. Okay, los geht's. Wie viele Eier legt ein Huhn im Jahr? Naja, es gibt da Hühner, die legen ja fast jeden Tag ein Ei. Sagen 300. Ja, oder 320. Ich sehe was. Trampolin springen. Na dann mal los, Judith. Ja, dann mal los. Oha. Okay, das geht ab. Weil das Schöne ist, man kann hier dann über das Maisfeld schauen. Zähle 5 Getreidesorten laut auf. Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste. Hafer, Gerste. Sehr gut. Zwei Lüpfen. Also Judith, das ist schwer. Das ist echt schwer. Schwarzes Fleckvieh, glaube ich. Ein Jack. Ist Bison ein Angus? Ja, ein Bison ist auch ein Rind. Gnu. Himmelsrichtungen bestimmen. Ich kenne den Spruch, nie ohne Seife waschen. Genau, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. So, und hier muss man jetzt bestimmen, was es ist. Das Dinkel. Dinkel und dann ist das Hafer wahrscheinlich. Das ist Hafer, ja. Hafer. Das ist auch Dinkel. Wir verraten euch natürlich nicht, was da alles drin ist. Nee, ihr müsst ja selber vorbeikommen und selber raten. Ja. Eine Runde Go-Kart fahren, Judith. Du kannst hier mit rein. Hinten ist noch ein Platz. Los geht's. Das ist gar nicht so schnell. Ich gebe mein Bestes, Judith. Jetzt geht's bergab. Macht ein Rennen auf 10 Meter. 2, 3. So ein Riesensack. Sackhüpfen. Jule, viel Spaß. Mit diesem Sack? Ja. Nenne 5 Baumarten. Das ist nicht schwer. Nee, kriegst du es hin? Birke, Esche, Buche, Linde, Ahorn. Sehr gut. Oh, Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Ich quere den Parcours. Versuchen wir doch jetzt mal. Ich habe mich hier verewigt. Also was für ein schönes Erlebnis direkt vor der Haustüre. Ja, und ich finde es zwar schön, dass man so den Pflanzen so nah ist in der Natur. Das gefällt mir voll. Noch schnell vorbeikommen, weil Mais wird ja bald schon geerntet. Genau. Also viel Spaß, alle, die hier noch vorbeikommen. Viel Spaß beim Erleben. Ja.
Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.